Guten Morgen, Freunde. Es ist Zeit für ein neues Video. Heute bin ich nämlich mit Fritz unterwegs. Ich bin nämlich gerade hier in Frankfurt am Hauptbahnhof und mich wird der Zug nach Österreich bringen. Was uns da genau erwartet, habt ihr wahrscheinlich alles schon gesehen, weil ihr sehr wahrscheinlich von Fritz' Video rübergekommen seid. Ich erspare euch jetzt natürlich erstmal die Zugfahrt. Und da sind wir. Ja, so könnte das immer laufen, aber nee, jetzt mal Spaß beiseite. Es war mal wieder richtig abenteuerlich, mit der Bahn zu fahren. Wie jedes Mal. Ganz im Ernst, ich wusste kurz nicht, wo ich bin und ob ich überhaupt in den richtigen Zug eingestiegen bin. Egal, jetzt sind wir da. Jetzt lassen wir uns Fritz suchen. So, natürlich hat mich das Taxi ganz falsch ausgesetzt. Und ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. So, da kommen auch schon die Retter. Jawohl. Das ist ein Überfall. Steigen Sie ein. Die Rettung naht. Oh, danke. Guten Morgen, Leute. Das war gestern noch mal ein lustiger Abend, wie ihr ein paar Ausschnitte gesehen habt. Aber jetzt geht's los. Wir sind gerade auf dem Weg und ja, die Tour kann beginnen. So, Freunde, wir sind jetzt gerade ungefähr 500 Meter abgehängt worden von Fritz und Martin, weil das Problem ist, wenn man sich hier in so einem Umfeld befindet, ihr könnt es ja selbst sehen hier mit den Schneeschuhen, laufen ist alles andere als leicht. Und man konnte nur wirklich mit Drohne filmen, da kannst du nicht laufen, da kannst du keine Bewegung in die Kamerafahrt reinbringen. Das ist einfach falsch. Deswegen wollte ich auch nochmal ansprechen, viele von euch haben gefragt, was denn so mein Setup ist. Und allgemein gibt es kein perfektes Setup, weil ich hatte mir eigentlich ursprünglich überlegt, die Kamera und den Gimbal an einem Gurt hier zu befestigen. Habt ihr hier nochmal in einem Ausschnitt. Unmöglich. Ja, ich fahre hier fast hin, ey. Unmöglich, weil das Problem ist, dass es die ganze Zeit hin und her fliegt. Ihr habt keinen Halt, keine geilen Aufnahmen. Das heißt, die Aufnahmen in Bewegung sind nur so wirklich möglich mit der Drohne. Deswegen stampfen wir den Fritz und Martin jetzt 500 Meter hinterher, weil die mich halt überholen. Und ich bleib halt stehen und fliege. So, Leute, das war's auch schon mit dem Vlog-Part. Ganz im Ernst, ich hab's probiert. Ich wollte eigentlich mit Fritz die Doku drehen und gleichzeitig so einen Vlog nebenbei machen. Aber um ehrlich zu sein, man ist so voll im Flow und man muss sich richtig konzentrieren, dass man alle Aufnahmen kriegt, dass man alles gut einfängt. Und man hat natürlich auch eine große Verantwortung, dass am Ende auch wirklich alle Aufnahmen im Kasten sind. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Gear-Breakdown im Nachgang. Viele von euch haben mich gefragt, was ich so für Equipment benutze für meine Drehs und was ich für Farben benutze, für LUTs und was nicht alles. Da kamen echt viele Fragen von euch. Und deswegen werde ich heute mal ein bisschen erzählen, wie ich denn filme, wenn ich mit Fritz unterwegs bin. Das Allerwichtigste bei jedem Dreh ist natürlich das Kamera-Setup, Main-Kamera-Setup. Da habe ich ursprünglich gedacht, dass ich den schönen Zhiyun Weibel S nehme mit der Sony Alpha 7 III. Mittlerweile habe ich schon geupgradet, die Kamera filmt gerade, das ist die Alpha 7 S III. Aber am Anfang habe ich mit der gefilmt, das ist eine super Kamera, damit kann man im Prinzip alles machen, was man machen will. Was ich hier gerne benutzt habe, ist der Follow Focus. Das ist ganz cool für alle die, die es noch nicht kennen. Man kann hier an der Seite, hat man so ein Rädchen zum Drehen und hier oben ist ein Motor. Mit dem kann man das Ganze dann entweder den Fokus steuern oder man kann bei einem Zoom-Objektiv ganz einfach rein und raus zoomen, was richtig cool ist. Und ja, man sieht so ein bisschen hier an der Bewegung. Das habe ich benutzt mit dem Tamron 28-75.
ist auch eins der geilsten Objektive ever. Also das ist wirklich jedes Mal auf meiner Kamera. Weil mit Blende 2.8 und dieser super weiten Zoom-Range macht man eigentlich nichts verkehrt. Die Aufnahmen sehen immer richtig nice aus. Ganz klar darf Mikro nicht fehlen. Der Ton ist alles. Deswegen habe ich hier so ein ganz kleines Rode-Videomic oben drauf auf der Kamera. Einfach damit der Sound immer gut eingefangen ist. Ich filme jetzt gerade mit einem Lavalier-Mic vom Rode Wireless Go 2. Ist auch eine coole Sache, aber wenn ich mit Fritz zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich ein paar Dokumentationen filme, dann fängt man mehr atmosphärische Sounds ein, indem man das Mikro direkt auf der Kamera hat. Und ja, ist nochmal ein bisschen authentischer. Natürlich kommt es auf jedes Projekt an, was für Equipment man braucht, was man überhaupt benutzen kann und was einfach zu viel ist. Zum Beispiel, das mit dem Gimbal funktioniert nicht immer. Ja? Ich habe jetzt bei der größeren Tour in Österreich gemerkt, das ist einfach Overkill. Es funktioniert nicht, das Ding am Körper irgendwie zu tragen und griffbereit zu haben, einsatzbereit, und gleichzeitig hast du einen Rucksack auf dem Rücken mit 15 Kilo, Schneeschuhe, und dann sollst du smooth Aufnahmen machen, kannst du knicken. Deswegen, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man sich anpasst. Ja? Es gibt kein Kamerasetup, was perfekt ist für jede Situation. Das perfekte Kamerasetup müsst ihr vor jedem Dreh neu bestimmen. Deswegen kann ich empfehlen, auf jeden Fall eine gute Kamera zu haben, ein gutes Objektiv, was sehr universell einsetzbar ist. Das Schwierigste dabei ist, so ein bisschen den Kompromiss zu machen aus Qualität und Funktionalität, weil ich kann nicht bewerkstelligen, einen Gimbal mitzunehmen für die besten Aufnahmen und dann keine Aufnahmen zu machen, weil ich zu lange brauche, um den Gimbal überhaupt in Gange zu bringen. Da gibt es natürlich so einen Sweet Spot, wo man dann eine gute Qualität erreicht oder die bestmögliche Qualität mit dem bestmöglichen Aufwandverhältnis. Und für mich habe ich es so gefunden, dass ich die Sony Alpha 7 III immer Handheld genommen habe und zum Beispiel nicht viel damit gelaufen bin, sondern überwiegend stationär gestanden bin, die gehalten habe und mal reingezoomt habe, rausgezoomt habe. Das reicht vollkommen, weil sobald du mitläufst, Handheld, ist es auch vorbei. Aber deswegen habe ich mir auch die Sony Alpha 7S III jetzt gekauft, weil die den entscheidenden Vorteil hat, dass sie Gyrosensorstabilität anbietet. Für Leute, die es interessiert, ihr könnt mal nachgucken, ich habe schon mal einen Test gemacht. Die ist entweder hier oder da. Da gibt es einen Test, bei dem ich nochmal genauer darauf eingehe, was Gyrosensorstabilität ist. Im Prinzip ist es so, wie ihr es vielleicht schon von der GoPro kennt, dass die Kamera die Bewegungsdaten speichert. Und dann könnt ihr die Gyrosensordaten, also die Bewegungsdaten, in Sony Catalyst Browse Software am Computer dann auslesen lassen. Und der wertet das aus und steuert dagegen, damit das Bild natürlich wieder richtig schön smooth ist. Und es sieht am Ende aus wie mit Gimbal. Aber ja, wer mehr dazu sehen will, checkt den Link oben aus. Manche Leute haben mich auch gefragt, ob ich überhaupt ein Licht dabei habe, ob ich einfach nur das natürliche Licht benutze oder wie ich das eigentlich mache. Und ganz im Ernst, man muss so flexibel sein, man muss so schnell sein, weil man braucht die Authentizität. Es muss echt sein, das Ganze. Du kannst dich nicht hinstellen, ja, ich muss erstmal das Stativ rausholen, dann hole ich noch mein Licht und dann mache ich so wie ich jetzt hier gerade und baue mir so ein kleines Studio. Nee, so funktioniert es leider nicht. Man muss echt schnell sein, einsatzbereit sein. Ansonsten verpasst man den Moment und dann ist es vorbei. Und wenn du es nochmal versuchst zu wiederholen, dann wird es einfach nicht cool. Wenn ich filme, dann ist auch immer der Autofokus aktiviert. Ganz einfach, es ist am schnellsten, es ist super zuverlässig und die Sony-Kameras haben einfach einen sehr guten Autofokus. Da ist Gesichtstracking mit dabei, bei der neuen Alpha 7S III sogar Augentracking live. Man kann sich eigentlich nichts Besseres wünschen. Und wenn es um die Geschwindigkeit geht, ist es das Einzige, was man da wirklich benutzen kann. So, jetzt aber genug zur Hauptkamera. Was auch noch vielleicht viel wichtiger ist, ist bei so einer Dokumentation das große Geschehen außen herum. Also, wie fängt man das so ein? Ganz klar, mit einer Drohne. Für die Drohnenshots benutze ich die DJI Mavic Pro 2. Für mich ist das eine der besten Drohnen auf dem Markt. Natürlich gibt es die DJI Mavic Pro 3 mittlerweile auf dem Markt. Und ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, abzugraden. Aber ganz im Ernst, meistens filme ich sowieso im Weitwinkel, um die ganze Location zu zeigen, das ganze Szenario. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich jemals wirklich ein Teleobjektiv an der Drohne brauchen würde, weil mit der Drohne habe ich eigentlich immer mehr die Landschaft eingefangen und
Man kann auch mit einem Teleobjektiv Landschaften einfangen, aber es ist einfach ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Und sie ist ein bisschen kleiner. Sie ist ein bisschen kleiner, natürlich auch kostengünstiger und hat schon eine super Kamera integriert. Also 4K 10-Bit Video im Log-Format, also was braucht man mehr? So, was habe ich noch so schönes auf Lager? Vielleicht habt ihr es schon erspäht. Es ist eine GoPro Max. Natürlich leben Dokumentationen vom Moment und von der Authentizität. Und wichtig ist es bei zum Beispiel den Dokumentationen, die ich mit Fritz drehe, dass wir, wenn ich zum Beispiel Drohne fliege, dass er immer noch filmen kann, immer noch ein bisschen Content drehen kann. Und da ist es einfach cool, eine 360-Grad-Kamera dabei zu haben. Im Prinzip ist das wie ein virtueller Kameraassistent, weil man sieht natürlich nicht, wenn man den ausfährt, den Stab, ja, dann sieht man den Stab nicht am Ende im Rendering. Ist euch vielleicht schon aufgefallen? Hier ist nochmal so ein kleiner Clip, da seht ihr das nochmal, wie das aussieht. Und an sich ist es eine echt coole Sache. Problem ist wiederum, das Teil ist super kälteempfindlich. Ich habe nämlich einen frischen Akku hier drin gehabt mit 100%, aber da oben waren es einfach mal minus 11 Grad und hast du die GoPro 2 Minuten draußen, ist der Akku so runtergekühlt, dass einfach die GoPro aufhört zu filmen. Ton läuft weiter, aber es ist ein Freeze. Ja, also müsst ihr aufpassen, wenn es kalt ist, lieber nicht die GoPro Max benutzen. Ansonsten, mega geiles Teil, man kann super kreativ mit sein. Es ist mehr Arbeit, man muss das Material erstmal stitchen in der Software, bevor man es überhaupt verarbeiten kann. Aber wenn man dann den Aufwand macht, dann lohnt es sich. So, ich will nochmal zurückkommen zu dem Thema mit, dein Setup muss praktisch sein, aber du musst auch hohen Qualitätsstandard einfangen. Ich habe am Anfang versucht, den Gimbal mit Kamera drauf am Körper zu tragen. Ja? Da gibt es so einen kleinen Trick, den ich mir überlegt habe. Ich habe mir was zurecht gebastelt. Es gibt nämlich hier die Option bei dem Gimbal, dass man die Achsen sperrt. Und ich habe mir an meinem Gimbal hier eine Öse dran gemacht und hier eine Öse dran gemacht, um den mit Karabinern einzuhaken und den an einem Kameragurt zu tragen. Wartet mal kurz, ich ziehe es mal an, dann seht ihr das mal live. So, dann könnt ihr einen Haken hier dran machen. Zack, den anderen Haken hier unten. So, so war die Idee. Dann hängt das Ganze, ich muss euch das mal ein bisschen besser zeigen, glaube ich. Dann hängt das Ganze hier unten und dann marschiert man, kann das Teil greifen und muss kurz schnell die Achsen anlocken. Zack, 1, 2, 3 und dann kannst du das Teil anmachen und es läuft. So, jetzt dürftet ihr das eigentlich ganz gut sehen können, wie ich das meinte. Ihr habt das Teil hier dran, könnt filmen, habt alles direkt am Mann und wenn ihr es nicht mehr braucht, dann könnt ihr es ausmachen. Und einfach wieder die Achsen sperren und es wieder baumeln lassen. Aber ganz im Ernst, das war ein netter Versuch, aber mehr auch nicht. Bis du die Achsen entsperrt hast, das ist einfach zu langsam. Du musst sofort da sein mit der Kamera und das geht echt nur, wenn es Handheld ist. Deswegen habe ich es dann schnell wieder abgemacht und dann nur noch mit der Hand gefilmt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es gerne in einem nächsten Video mit beantworten. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Bis dann. Ciao.